Braunbären besiegen Stufe 12. Omoja kann Dinge tun. Tierempathie verhandeln. Ein Rudel Braunbären nähert sich erzürnt über euer Eindringen in ihr Revier. Seit wann wohnen Braunbären im Sumpf? Das Rudel Braunbären nähert sich. Also Omoja kann die beruhigen und jetzt können wir sagen, die Bären davon überzeugen, euch gehen zu lassen. Die Bären lassen euch in Ruhe. Hey! Super, sie verschwinden einfach. Hey, super, Omoja und ich sind hier so ein... Also Omoja und Vara sind echt ein gutes Team. So, der Spielstand hat mich gerade daran erinnert, dass wir zur Drachenhöhle zurück wollen. Ach komm. Kriegen wir eigentlich Erfahrungspunkte dafür? Die lassen uns schon wieder in Ruhe. Also wir sollen zur Drachenhöhle zurück. Meine Frage ist jetzt, haben wir jetzt so weit gerastet, dass wir das können? Also es scheinen alle wieder wohl auf zu sein. Okay. Das scheint eine Monsterbande zu sein. Oh Gott. Noch eine Monsterbande. Wir wollen noch nur zur Drachenhöhle. Lauf! Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, die dahin zu locken. Okay, die lassen uns jetzt in Ruhe. Oh, da kommt schon die nächste. Wir verstecken uns jetzt in der Höhle. Willkommen zurück. Ja. Gut. Wir haben jetzt noch eine begünstigte Seele bei uns. Folgt mir wie ein Pfeil von Sehanins Bogen! Haben wir unsere Zauberbücher richtig ausgestattet, frage ich mich. Bereit. Ja, du bist richtig ausgestattet und du auch. Sehr gut. Sehr Bleib gut. dicht hinter mir. Man sieht wieder so herrlich viel. Nichts. So, wir waren hier ja schon mal, deswegen dürfte da eigentlich nicht so viel schief gehen. Die Frage ist, wenn die Drachen nicht hier sind, wo sind sie dann? So, wir suchen jetzt, wir lernen dazu, ja, und suchen einmal nach Fallen und sagen unseren Gefährten. Niemand bewegt sich! Stellung halten! In der Tat, Freund, es wird geschehen! Abgeschlossen. Und natürlich können wir es nicht öffnen. Die Frage ist, was liegt dahinter? Schade. Also, vielleicht kriegen wir einen Schlüssel irgendwann zugesteckt, aber... Bleib dicht hinter mir. Gut. Wie gesagt, eigentlich müsste hier ja alles klar sein soweit. Hier ist noch ein Fass. Ein verdächtiges Fass. Oh, Moment. Ein verdächtiges Fass? Das ist was für Meth. Ihr bemerkt ein auffallendes Fass unter den anderen Kisten in dem Raum. Möchtest du es dir näher ansehen? Natürlich. Ihr bemerkt nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, wir sollten da mit anderen Leuten nochmal ran. Oder mit... Hat irgendjemand noch mehr entdecken? Aber das hätte man ja dann mitgekriegt. Ach, jetzt haben wir das Richtige entdeckt. Wahrscheinlich, weil wir mit Omoja daran sind. Ihr bemerkt eine kleine Markierung an der Seite des Fasses. Erntemet 1374. Das Fass sieht völlig intakt aus. Anscheinend haben die Drachen Erntemet gehortet. Wir fragen mal Leute mit höherer Intelligenz. Vara oder Zosch. Dieses Fass kann nicht von allein hierher gekommen sein, vor allem, wenn Westhafen abgeriegelt ist. Ihr vermutet, dass irgendjemand aus dem Dorf mit den Drachen Geschäfte macht. Das wird doch nicht der Buckmann sein. So. Meine lieben Freunde. Ich glaube, wir haben erstmal ein paar Wörtchen mit euch zu reden. Bevor wir uns jetzt mit den Drachen hier auseinandersetzen, werden wir uns erstmal mit den Westhafenern auseinandersetzen. Jetzt laufen wir wahrscheinlich einer Monsterbande in den Rachen, aber das wird besser sein als einem Drachen. Das reimt sich fast. Mit so viel Imbrunst hervorgebracht wie das Kommentieren Sicherlich. Eines Snookerspiels. Oh, die haben uns jetzt nicht gesehen. So, auf nach Westhafen.
Es gibt ja viele mehr begnadet oder aufgeregtere Leute, die Spiele kommentieren. Ich rede manchmal schon recht viel, habe ich den Eindruck. Aber so von der Intonation her bin ich eher Fraktion Snooker-Kommentator als Fußballspieler. Jetzt verlassen wir Westhafen. Die Westhafen-Miliz kann euch hinter dem Punkt nicht mehr beschützen. Was steht ihr hier draußen rum? Und wieso kommen wir von hier plötzlich rein? So, ich glaube schon, dass wir mit euch eine ganze Menge zu besprechen haben, offenbar. Ich speichere mal schnell. Besprechung. So. Wieso stehst du hier in voller Montur? Pitney. Der ernste Ausdruck. Achso, der erste Ausdruck, den ihr auf dem Gesicht des großen Mannes zuvor gesehen habt, hat sich noch verstärkt. Sein Gesicht drückt Sorge, Angst und Entschlossenheit aus. Den Göttern sei Dank, dass ihr es geschafft habt. Ich wusste nicht, ob die Drachen euch nicht einschmelzen würden, sobald ihr in Sichtweite des Dorfes kamt. Einer patroniert. Wo, weiß ich nicht. Ich habe keine Angst vor diesen Biestern. Wir sind überhaupt hier rein. Wie sind sie überhaupt hier reingekommen? Drachen, wovon redet ihr? Lasst mich raten, die Drachen haben eine Falle gestellt. Ja. Lasst mich raten, die Drachen haben eine Falle gestellt, oder? Es war einer der Drachen. Es war einer der Drachen, nicht Thames. Als Pitney und Ginny ihn reingebracht hatten, verwandelt er sich innerhalb der Tore sofort zurück. Dann kamen Echsenmenschen aus dem Wald und der andere Drache mit ihnen. Götter, das ist alles meine Schuld. Ja, offensichtlich. Beruhigt euch, Laszlo. Ihr habt euch nichts vorzuwerfen. Nein? Ei, wir dachten alle, es wäre der echte Thames. Wie hättet ihr mehr wissen können? Ihr versteht das nicht. Es ist komplizierter. Das würde ich auch sagen. Wir haben Kisten voller Erntemehl im Drachenlager gesehen. Laszlo, willst du uns nicht verraten, wie sie dorthin gekommen sind? Was sagt sie? Kompliziert gefällt mir gar nicht. Wovon bei den Höllen sprecht ihr? Ja. Als wir Westhafen wieder aufbauten, kam jede Nacht Untote aus dem Sumpf. Ghule und Zombies und Schlimmeres. Manchmal konnten wir sie töten, bevor sie jemanden schnappten, aber nicht immer. Das wissen wir alles, Lass. Worauf wollt ihr hinaus? Die Drachen, als sie zurückkamen, dachte ich, sie würden uns alle erledigen. Aber ich dachte, vielleicht könnten wir mit dem ganzen Gold, das wir hatten, ein Geschäft aushandeln. Das hätte Rapunzel Feuerfinger gesagt. Kompliziert, mir gar nicht gefällt. Also habt ihr sie bestochen, um euer Untotenproblem im Austausch gegen einen Tribut zu lösen. Was dann? Laszlo, das ist nicht wahr. Ja, doch, es ist wahr. Ich habe ihnen einen Tribut dafür angeboten, dass sie die Untoten umbringen und es funktionierte. Eine Weile. Aber als mir das Gold ausging, habe ich ihnen ihr Erntemehl angeboten. Wenn ich nur geahnt hätte, sie würden verrückt danach. Die sind süchtig nach Erntemehl geworden, die Drachen. Oh mein Gott. Sie wollten mehr, als ich liefern konnte und deshalb besetzten sie Westhafen. Ihr hättet wissen müssen, dass schwarze Drachen sich nicht in Abmachung halten. Das liegt in ihrer Natur. Wenn ihr die Legenden gelesen und studiert hättet, so wie ich, hättet ihr das wissen können. Ich dachte ja nicht, dass es so enden würde bei Chanterre. Ich wollte das Dorf schützen. Ich wollte alles tun, um Westhafen zu schützen. Und nun schaffe ich das nicht allein. Wir müssen etwas gegen diese Drachen tun. Einer von ihnen, der die Gestalt von Thames angenommen hatte, vorher, die Drachen haben ja immer so einen langen Namen, ne? Äh, wo
Wurakamanandanta. Wir nennen ihn einfach Wura. Ist im Feld gegenüber vom Dorf. Fordert ihn heraus. Er wird amüsiert genug sein, darauf einzugehen. Ich weiß nicht, ob uns das amüsieren wird. Es wäre schön, wenn ihr außerdem herausfindet, was mit Tames geschehen ist. Mein Sohn Jan sagte, er würde Zauber wirken, die ihm verraten, ob der Magier tot ist. Und bis jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Ich würde es vorziehen, meine Zeit nicht damit zu verschwenden, erreichen, nach eurem verlorenen Magier zu suchen, auch wenn es uns beim Erlegen ein paar Drachen hilft. Okay. Gut, keine Sorge, wir finden ihn. Danke. Das Angebot mit dem Met ist noch aktuell und außerdem habe ich die Drachen auch einen Vorrat in ihrem Lager. Wenn ihr sie erledigt, könnt ihr dort sicher plündern. Wir halten nach dem anderen Ausschau, aber wir werden direkt hinter euch sein. Wenn wir sehen, dass ihr euch dem Drachen stellt, machen wir uns bereit, das Dorf zu retten. Gut, wir suchen jetzt aber Jan. Wo ist der denn? Westhafen-Tor zur Überlandkarte, zur Überlandkarte. Wir sind jetzt, Ach, da ist der Drache, mit dem können wir reden. Aber wir wollen ja erstmal mit Jan reden, nicht wahr? Ich hoffe, der Drache quatscht uns jetzt nicht an. Hallo, wir wollen uns Dorf hier, Erntemet. Wir liefern eine Runde Erntemet. Echsenvolk. Wie kommen wir denn da rein? Wir sprechen erstmal an. Die großen Drachen sind jetzt Meister und von diesem Dorf. Ihr kommt nicht rein, kleine Kreatur. Wie können wir denn da mit Jan sprechen? Sind da überhaupt noch Leute dahinter? Nee. Können wir um Westhafen herumlaufen? Okay. Oder wir suchen ihn halt immer noch. Magier. Vielleicht haben die anderen eine Idee, wo er hin ist? Führt uns bitte zu dem Drachen. Mein Streitkolben und ich wollen ein paar Worte mit ihm wechseln. Dank sei den Göttern, ihr habt das Lager überlebt. Ja, aber der Magier, wo ist der? Da muss er ja noch in der Höhle sein, oder? Müssen wir also doch wieder zurück zur Drachenhöhle. Hin, her, hin, her. Hinreiten, zurückreiten, da können wir gleich hier bleiben. Ich koche uns was Hübsches. Ja. Ach, Käfer. Wir können leider nicht mit ihnen verhandeln, mit dem Braunbären. War dann eben ein kleiner Kampf. Alle auf die Käfer. Wir verschwenden keine großartigen Zauber. Wir benutzen unsere Blitzwaffen. Okay, es ist nicht gut, wenn... Ja, genau. Jetzt böllert ihr hier noch Zauber rein. Lockt die mal weg. Das ist gut. Wo ist eigentlich unser Kämpfer? Ich habe sie gesehen. Hier. Ich wähle alle aus und sage angreifen und der Kämpfer bleibt stehen. Was ist das denn für eine komische KI? Ich glaube, die KI kommt durcheinander. Michelle wartet auch auf ein Befehl. Angreifen, alle angreifen. Ups, Michelle. Interessant, ich habe aus ihm... Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Ja, dann geben wir noch mal den Befehl hier, nächstes Ziel angreifen. Hier glitscht. Verschwendet ihr gerade dauernd eure Zauber an diese komischen Käfer? Das war unnötig. Das kommt davon, wenn man zu faul ist. Kann ich aus den Spielern jetzt immer ihre Porträts rausholen? Ja. Nicht wirklich, ne? Ich würde ja. So, du heilst sie mal. Du heilst den mal. Bonaparte. Bonaparte. Die Sumpfgeräusche sind sehr interessant.
Bonapartum. Trotzdem war dieser ganze Kampf unnötig, weil Sosch, okay, er hat nicht alles verschwendet, aber sehr viel. Dann mal auf zur Überlandkarte. Ja, so Bombardierkäfer, die muss man schon mit einem ordentlichen Flammenball niedermachen, sonst bringt das nichts. Da hängt man sonst stundenlang dran. Wir kehren nochmal zurück. Okay. Die Frage ist, ob wir die Tür einschlagen können. So, die Käfer sind jetzt niedergemacht. Kaum haben wir Umoja an den Hacken. Folgt uns nur. Wir gehen in die Drachenhöhle und kommen nicht lebend dabei heraus. Es nutzt nichts, davor zu warten. Keine Sorge. So, wir suchen Tamis. Es kann gut sein, dass er hinter dieser Tür ist. Aber keiner von uns hat irgendwie Möglichkeiten, sie zu öffnen. Wir schlagen jetzt mal ein. So. Alle zusammen, bitte. Oh, Moment, haben wir nicht. Wir haben doch hier... Ich vergesse das immer. Zosch hat doch Klopfen. Ich frage mich, ob wir das nicht schon mal eingesetzt hatten, aber... So, hier. Was? Identifizieren, dann wirkt es auf dich. Ja, jetzt können wir hinein. Sehr schön. Okay. Mal auf. Ja, genau. Alles kein Problem. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal kurz hier hin zurück. Sieht aus, als hätten wir neue Ankömmlinge. Wer kriegt da gerade... Oh. Wer steht denn da jetzt? Ach, das Schwein. Okay, gut. Geborstene Wände, falsche Böden. Bravo, was war das denn? Ach du Scheiße. Dieser Scheiß... Echsenvolk Magus. Eindringlinge, ja. Sosch ist tot. Die Krieger sind hier was noch gar nicht erledigt. So, so. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen uns mit Heilen beschäftigen. Und Umoja ist auch fast tot. Umoja, kannst du dich auch heilen irgendwie? Naja, mäßig, ne? Es wird geschehen. So, lass mal bitte wieder auferstehen. Und dann zauberst du das gleich nochmal hinterher. Auf mein Zeichen! Ja, dann greif doch mal an. Das sieht sowas von nicht gut aus gerade, weil der hat echt einige Zauber uns reingeknallt. So, dann noch ein Gebet hinterher. Und so, so. Du könntest aus, als hätten wir neue Ankömmlinge. Mal die Trommel ausrüsten. Und hier einen Untoten belegen. Alles, was Math unterstützen kann, ist gut. So, komm, hau rein. Und der Rest unterstützt jetzt mal. Ich glaube, jetzt können wir es schaffen. Oh nee, was macht ihr? Ja, okay, was können wir dazu machen? Wir singen mal das Mutus. Sosch ist sowas von tot, aber hey. So, den jetzt erstmal den Schamanen töten.
Schaffst du das jetzt auch mal? Ach, er ist benommen, oder? Er ist betäubt, ja, okay. So, auf ihn. So, kannst du ihn vielleicht heilen mit teilweise Genesung oder sowas? Ach du Scheiße.